Servus und habe die Ehre und herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video hier auf meinem YouTube-Kanälchen. Und ja, was soll ich sagen, ich habe gerade eine wunderbar flauschige Straße gefunden. Es macht auch mal Spaß, hier lang zu fahren als Städterer. Quasi sind ja schon lange quasi Schotterwege, ja echt was, was man doch eher selten hat, nicht wahr? Warum ich aber heute was zu euch sprechen mag, war einfach, hier ist ein Magazin. Ihr wisst alle quasi, ich lebe mehr in digitalen und Printmedien, sind jetzt nicht so meins, wenn ich ehrlich bin. Und wieso? Naja, weil mich die Seite 86 in diesem Magazin etwas hart zum Cringen bringt, denn auf der bin ich zu sehen, mit einer Kamera. Es fühlt sich echt quasi strange an, quasi sein eigenes Gefries quasi, yep, in einem Magazin zu sehen. Und vor allem, wenn es da auch noch geht, quasi Content Creation, ja, aber halt auch mit Multiple Sklerose, Stottern und so weiter. Von dem her, yep, das war schon wirklich ein sehr stranges Gefühl. Es hat mich auch wirklich an Überwindung gekostet, hier ein bisschen was zu machen. Aber hey, ich habe mich getraut und das war eben das, was ich in den letzten Videos immer meinte, so Konferenzen, Talks, erstmal nicht so, habe ich was anderes geplant und das war eben das, was ich geplant habe. Was von dem her, ja, es hat mich wirklich stark in Überwindung gekostet, auch was, was man selbst über sich quasi formuliert und so weiter, aber es hat ja im Grunde dann doch quasi schön funktioniert. Und das war eigentlich auch das Einzige, was ich heute eigentlich zu euch sagen wollte, denn wie gesagt, dass ich in einem Magazin bin und vor allem, dass ich mich das getraut habe, habe ich eigentlich wirklich nur euch zu verdanken und eurem tollen Feedback. Und vielleicht ist es ja auch wirklich die Anregung an andere Stotterer, an andere chronisch Kranken oder einfach an andere Menschen, wo denken so, Alter, was soll ich denn was für anderen Sachen, was für anderen Menschen sagen und so. Macht's doch einfach. Es macht tierisch Spaß. Mir macht die ganze Sache einfach Spaß. Wie heißt's? Location Scouting. Ideen finden, Aufnahme. Okay, Aufnahme ist jetzt eher das, was ich am wenigsten mag, aber hey, es gehört eben auch dazu, eben auch so, dass ich immer was neue Sachen an meiner Kamera lerne und so. Belichtung, was heute vielleicht ein bisschen fies ist, weil wir haben hier strahlend bayerischen Himmel, aber der ist halt fies für Autoshoots, wenn man keine Reflektdingsies und so weiter hat. Wie gesagt, ich will halt auch mit dem Artikel hier echt wirklich nur erreichen, so. Leute, ihr müsst keine 18 sein, kein Sportler sein, whatever was, kein Model sein, um Spaß an der Content Creation zu haben. Ihr könnt auch, wie gesagt, ein kleiner dicker Panda sein, welcher nicht mehr reden kann, aber es dennoch tut. Von dem her, vielen lieben Dank, dass ihr mich auf meiner Reise so weit bisher quasi begleitet habt, denn das hier ist quasi sicherlich, ja, ein sehr großer Meilenstein für mich. Deswegen, Andreas, quasi vom Augsburg-Journal, vielen lieben Dank, dass du es ermöglicht hast. Und ja, mal schauen, einfach mal schauen, was in der nächsten Zukunft so passiert. Deswegen macht es gut, Servus und Baba.